Ihr habt euch einen PC zusammengebaut, aber was jetzt? Wie kommt das Betriebssystem drauf? Welche Treiber müsst ihr euch runterladen? Und wie testet ihr, ob der Rechner auch wirklich stabil läuft? Denn wenn ihr bei der Montage einen Fehler gemacht habt, kann es sein, dass der PC nicht mit voller Leistung läuft oder beim Zocken sogar abstürzt. Was ist das denn? In einem unserer letzten Videos, da habe ich euch ja Schritt für Schritt erklärt, wie ihr einen PC zusammenbaut. Wenn ihr das verpasst habt, dann findet ihr den Link natürlich in der Videobeschreibung. Aber nach dem Zusammenbau ist vor der Einrichtung und genau die erkläre ich euch jetzt. Unten findet ihr auch Kapitel, also wenn ihr etwas schon kennt, dann könnt ihr einfach zum nächsten Punkt skippen. Wir fangen mal ganz basic an, nämlich mit der Installation des Betriebssystems. Bei den meisten von euch wird es wahrscheinlich auf Windows hinauslaufen, aber nicht vergessen, es gibt auch noch Linux. Das ist kostenlos und wird auch für Gamer immer interessanter. Ich verlinke euch da mal einen Artikel in der Videobeschreibung, aber in diesem Video gehen wir den klassischen Weg und installieren Windows. Also erste Frage, Version 10 oder 11? Ich habe ja mal im anderen Video erklärt, dass ich für mich persönlich noch keinen Grund sehe, von Windows 10 auf Windows 11 abzugraden. Wenn ihr jetzt einen PC ganz neu aufsetzt, dann würde ich schon Version 11 installieren. Das Video mit den Pro und Cons, das findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Außerdem verlinke ich euch da auch günstige Angebote für Windows-Lizenzen. Achso, falls ihr euch fragt, ob Windows Home oder Windows Pro, also für den Privatgebrauch, da reicht Windows Home. Falls ihr noch einen alten PC mit Windows 10 drauf habt, könnt ihr euch das Geld vielleicht sogar ganz sparen, denn in manchen Fällen ist es möglich, die Lizenz auf den neuen PC zu übertragen. Auch dazu weitere Infos in der Videobeschreibung. Für die Installation braucht ihr einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher. Den steckt ihr in einen anderen PC und holt euch über den Link in der Beschreibung das Media Creation Tool. Das lädt die Installationsdateien für Windows 11 herunter, kopiert sie auf den USB-Stick und macht ihn bootbar. Aber Achtung, alles was vorher auf dem Stick war, wird dabei gelöscht. Anschließend steckt ihr den PC in eure... What? Also, anschließend nehmt ihr den USB-Stick, steckt ihn in euren neuen PC und macht ihn an und dann startet ganz automatisch der Windows-Installationsassistent. Die nächsten Schritte sind eigentlich ziemlich selbsterklärend, ihr seht das hier gerade. Ihr könnt dann an dieser Stelle hier noch eine Festplatte auswählen, auf der ihr noch Partitionen für Windows erstellen könnt und so weiter. Wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr aber auch einfach weiter drücken und Windows macht das alles für euch. So, nachdem Windows installiert ist und der Desktop erschienen ist, würde ich jetzt nicht sofort wie wild Treiber installieren, sondern einfach mal kurz abwarten, denn nach dem ersten Start sucht Windows normalerweise direkt online nach System- und Treiber-Updates. Ihr könnt den Prozess verfolgen, wenn ihr auf Einstellungen Windows Update klickt. Falls sich da noch nichts rührt, könnt ihr den Vorgang auch manuell starten. Irgendwann werdet ihr dann zum Neustart aufgefordert. Danach startet ihr nochmal die Update-Suche, denn oft kommt da nochmal was nach. Danach seid ihr eigentlich startklar und könnt Programme und Spiele installieren. Der Treiber für die Grafikkarte, den ihr über Windows Update bekommt, ist aber oft nicht der allerneueste. Außerdem fehlt dabei das jeweilige Zusatztool für erweiterte Einstellungen und für Features wie Screen Capturing. Also bei Nvidia ist das GeForce Experience, bei AMD Adrenaline und bei A-Class A Control Center. Schaut also am besten noch auf den Herstellerseiten vorbei und holt euch die aktuellste Version für eure Grafikkarte. Als nächstes ruft ihr den Gerätemanager per Rechtsklick auf das Start-Icon auf. Falls irgendwelche Komponenten nicht erkannt wurden, werden die hier mit einem gelben Warnschild angezeigt. Außerdem steht dann da PCI-Gerät, unbekanntes Gerät oder einfach eine andere allgemeine Bezeichnung, die meistens nicht wirklich weiterhilft. Aber dafür habe ich einen Tipp. Klickt den Eintrag doppelt an, geht dann zu Details und wählt Hardware-IDs. Klickt dann darunter mit der rechten Maustaste auf den ersten Eintrag und dann auf Kopieren. Danach fügt ihr die ID in eine Google-Suche ein. Dadurch solltet ihr Hinweise oder vielleicht sogar eine genaue Bezeichnung der Komponente bekommen und könnt dann nach einem passenden Treiber suchen. Falls ihr nicht weiterkommt, dann verkürzt ihr die Hardware-ID Schritt für Schritt immer um einen Teil bis zum letzten Unzeichen und versucht dann nochmal eine Google-Suche. Damit euer RAM, also der Arbeitsspeicher, mit optimaler Geschwindigkeit läuft, müsst ihr meist noch die Taktrate manuell hochsetzen. Dazu wechselt ihr ins BIOS bzw. UEFI des Mainboards. Am einfachsten geht das, wenn ihr in Windows die Shift-Taste gedrückt haltet, während ihr auf Neu starten klickt. Dann erscheint ein spezielles Menü, in dem ihr auf Problembehandlung, erweiterte Optionen und dann UEFI Firmware-Einstellungen klickt. Im UEFI sucht ihr dann nach einer Option mit dem Namen XMP, Expo, DOCP oder IOCP. Dort könnt ihr dann ein Profil mit einer optimierten Taktrate auswählen. Falls mehrere Profile angeboten werden, nehmt erstmal das mit der höchsten Taktrate, dann speichert ihr die Einstellungen, das geht über einen Menüeintrag oder meistens auch mit F10. Danach startet der PC automatisch neu. Wenn ihr feststellt, dass der Speicher nicht mehr stabil läuft, was sich meistens in einem Bluescreen äußert, setzt ihr die Einstellungen wieder zurück. Oder, falls es mehrere Profile zur Auswahl gibt,
probiert das nächst niedrigere Profil aus. So, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, ob euer neuer PC auch schön rund läuft. Daher machen wir einen Temperatur- und Stabilitätstest. Das heißt, wir setzen CPU und Grafikkarte unter Volllast und schauen, ob der Rechner auch ohne Absturz weiterläuft. Außerdem checken wir dabei die Temperaturen der beiden Komponenten. Denn wenn die zu heiß werden, dann takten sie runter, was dann natürlich die Leistung verringert. Das würde dann auf Probleme bei der Kühlung hindeuten, die man dann nochmal genauer analysieren müsste. Was ihr braucht, sind drei kostenlose Tools. Firmark, um die Grafikkarte unter Stress zu setzen, Prime95 für die CPU und HW-Info, um die Temperaturen zu checken. Die Downloads, die verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung und außerdem auch ein Video, in dem wir die Features und die Bedienung von HW-Info mal genauer erklären. Falls ihr Programme offen habt, schließt sie und ruft dann HW-Info auf. Klickt beim ersten kleinen Infofenster auf Nur Sensoren und dann auf Starten. Dann öffnet sich das Fenster Sensorstatus, indem ihr bis zur Zeile CPU TDI runterscrollt. Bei CPUs, bei denen die Kerne auf mehrere Einheiten, die sogenannten CCDs, aufgeteilt sind, zeigt HW-Info die Temperatur jedes CCDs einzeln an. Jetzt startet ihr Prime95 und wählt als Testmethode Small FFTs aus. Dadurch wird die CPU maximal belastet. In HW-Info könnt ihr dann beobachten, wie dadurch die CPU-Temperatur steigt. Der Wert bzw. die Werte für CPU TDI sollten aber trotzdem deutlich unterhalb von 100 Grad bleiben. Ihr seht das in HW-Info auch unter dem Punkt thermische Drosselung. Wenn der irgendwann auf Ja springt, dann habt ihr ein Kühlungsproblem. Vielleicht sitzt der Kühlkörper nicht richtig auf der CPU oder habt ihr vielleicht vergessen, die Wärmeleittaste aufzutragen oder die Folie unter dem Kühlkörper abzuziehen. Passiert natürlich niemandem, aber vielleicht schaut ihr trotzdem mal nach. Als nächstes bringen wir die Grafikkarte zum Schwitzen. Wir beenden also den CPU-Stresstest mit einem Klick auf Test und dann auf Stopp. Dann starten wir Firmark. Links oben wählen wir dann die maximale Bildschirmauflösung aus. Dann klickt ihr auf GPU-Stresstest. Ihr seht jetzt eine, naja, etwas hässliche Animation, aber durch deren Berechnung wird die GPU komplett ausgelastet. Links oben seht ihr in der Zeile GPU 1 neben der Taktfrequenz und der Auslastung auch die Temperatur eurer Grafikkarte. Viel interessanter ist aber der Temperaturverlauf im Diagramm unten. Beim Start des Tests ist es ziemlich normal, dass die Temperatur erstmal ziemlich krass nach oben schießt, denn die Lüfter der Grafikkarte, die drehen bei geringer Auslastung erstmal sehr langsam oder gar nicht und müssen jetzt erstmal hochlaufen. Nach ein paar Sekunden sollte sich die Temperatur dann stabilisieren und zwar eigentlich bei deutlich unter 90 Grad und zwar ohne, dass in der Zeile GPU 1 der Wert für Temp Limit auf 1 springt. Denn das würde bedeuten, dass eine der Schutzfunktionen der GPU greift und die Leistung senkt, um einen Absturz oder sogar Hardware-Schaden zu vermeiden. Sollte das Temp Limit aktiv werden, dann sind entweder die Lüfter der Grafikkarte blockiert oder sogar defekt oder die Luftzirkulation in eurem Gehäuse passt nicht. So, und jetzt stressen wir den Rechner mal so richtig. Holt euch, während der GPU-Test noch läuft, das Hauptfenster von Prime95 wieder nach vorne und startet zusätzlich wieder den CPU-Stresstest, indem ihr auf Options und dann auf Torture-Test und dann wieder auf Small FFTs klickt. Wenn trotz dieser Vollauslastung die Temperaturen einigermaßen akzeptabel bleiben, also kein Limit greift und auch kein Absturz auftritt, dann habt ihr ein stabiles System. Herzlichen Glückwunsch! Falls nicht, dann geht die Fehlersuche los. Das würde jetzt aber dieses Video sprengen. Nur ganz kurz gesagt, wenn sich der PC während des Tests von alleine ausschaltet oder neu startet, dann ist meistens was mit dem Netzteil nicht in Ordnung oder es liefert einfach zu wenig Leistung. Komplizierter wird es bei einem Bluescreen, der kann echt viele Ursachen haben, von defektem Haupt- oder Arbeitsspeicher bis hin zu Treiberproblemen. Wenn wir dazu mal ein eigenes Video machen sollen, wie man Bluescreen-Probleme diagnostiziert, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. So, und jetzt nochmal was zur Entspannung. Kaum eine Gaming-Hardware-Komponente kommt ja heutzutage ohne RGB-Beleuchtung aus, aber was die Ansteuerung angeht, also die Einstellung der Farben und Effekte, ja, da kocht fast jeder Hersteller so sein eigenes Süppchen. Am einfachsten ist es natürlich, Mainboard, Grafikkarte, Lüfter, Gehäuse, Maus, Tastatur und Headset vom gleichen Hersteller zu kaufen. Aber das ist in der Regel teuer und nicht jeder Hersteller hat das alles im Sortiment und man will ja auch seine eigenen Favoriten irgendwie wählen. Es gibt aber das Community-Tool OpenRGB, mit dem ihr eure Beleuchtung herstellerübergreifend steuern und synchronisieren könnt. Dabei werden zwar viele, aber leider bei weitem nicht alle RGB-Komponenten auf dem Markt unterstützt. Zumindest noch nicht, denn das Tool wird von der Community kontinuierlich weiterentwickelt. Die Bedienung von OpenRGB, die ist kinderleicht. Ihr entpackt einfach die heruntergeladene ZIP-Datei, klickt dann auf openrgb.exe mit der rechten Maustaste und wählt als Administrator ausführen. Das Tool zeigt euch dann alle erkannten RGB-Komponenten an und ihr könnt eure Farben und Effekte auswählen. Über Apply All Devices übertragt ihr dann die aktuelle Einstellung einer Komponente auch auf alle anderen Komponenten.
über die Buttons unten. Da könnt ihr mehrere Profile speichern und dann später wieder abrufen. Auch Microsoft hat den Bedarf für eine einheitliche RGB-Steuerung erkannt. In Windows 11, da gibt es seit der Version 23H2 die Funktion dynamische Beleuchtung. Die findet ihr unter Einstellungen, Personalisierung. Microsoft hat dazu den offenen Standard HID oder HID Lamp Array implementiert. Viele namhafte Hersteller haben ihre Unterstützung hierfür schon signalisiert und wollen die Lösung bei neuen Geräten unterstützen oder eben auch Firmware-Updates für ältere Geräte bereitstellen. Bisher ist die Liste der unterstützten Hardware aber leider noch ziemlich kurz. Eine andere Frage, die uns auch immer wieder gestellt wird, ist: Solltet ihr euren Monitor per HDMI oder per DisplayPort anschließen? Welches Kabel welche Vor- und Nachteile bietet und was sich speziell für Gamer besser eignet, das erkläre ich euch in diesem Video hier unten. Wenn ihr noch mehr Fragen zur Einrichtung eures PCs habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht können wir das beantworten oder oft sind auch Leute in unserer Community dabei, die auch gerne helfen. Wir finden das immer cool. Ich sage jetzt erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.